Moinos an euch da draußen. Ich habe mich gefragt, wie real ist Kiel eigentlich nach dem Norddeutschland-Update für den Euro Truck Simulator 2? Und das werde ich euch in diesem Video zeigen. Ich bin in Kiel, dieselbe Tour, die ich gleich mit dem LKW hier fahre, einmal mit dem Rad abgecruised und habe jede Menge Fotos geschossen, um euch zu zeigen, ob das einigermaßen hinkommt oder Bullshit ist. Und nun lehnt euch zurück und macht euch bereit für eine Runde Sightseeing in Kiel. Das ist da rechts ein fetter Ikea. Lol, das ist halt echt ein fetter Ikea. Hier der Blick auf den echten Ikea und die Autobahn, aus der wir gerade eingerollt kommen. Von da. Das. Ika. Okay, Alter, nicht schlecht. Gerade das mit dem Ikea war jetzt super witzig. Okay, die Häuser kommen einigermaßen hin. Doch, könnte man schon echt wiedererkennen. Vor allem, dass die Hälfte der Häuser mit diesem braunen Klinkerstein verkleidet ist, ist halt der Wiedererkennungswert, ne? Nicht schlecht, Alter. Ich bin echt überrascht. Oh, dann wollen wir mal hier rüber. Oh, grün. Da ist er, schön, der Rathausturm. Tatsächlich sieht so die Kreuzung aus, an der man abbiegen würde. Hier sieht man dann schon einige Differenzen, wie zum Beispiel das Weiße Haus links, das komplett fehlt. Aber hey, immerhin, der Rathausturm ist tatsächlich zu sehen. Gut, weiter in die Stadt können wir nicht rein. Also biegt man hier ab. Ah, alle Fußgänger platt machen, Batsch. Hier wurde ein Straßenzug einmal komplett wegrationalisiert. Dafür gab es dann den nächsten Stadtmarker in Form von einer Tankstelle. Aha. Gut, die Tanke sagt mir jetzt nichts. Primel. Ah ja, okay. Da vorne ist offensichtlich ein Anleger. Oh, ey, diese Sticker, die kommen sogar irgendwie bekannt vor. Da wurde mit Hand modelliert, Leute. Da hat es irgendjemand Mühe gegeben. Ah, jetzt habe ich mich aus Versehen in der Rechtsspur eingeordnet. Und was mir da so bekannt vorkam, war natürlich der Umsteiger am Hauptbahnhof in Kiel. Aber das merkt mein Let's Player ich auch noch gleich. Achso, ja klar, das wird der Hauptbahnhof sein. Ja, genau. Wir wollen jetzt eigentlich links abbiegen. Aber rechts ist auch nicht schlecht, da geht's hoch zur Rummelwiese. Mal kurzer Realitätsabgleich. Einmal Blick hoch Richtung Hummelwiese. Was? Naja, ich sag mal, die Fassaden hier rechts, die kommen so einigermaßen hin. Hier links würde jetzt ein ziemlich dickes Gebäude stehen, so aus den 70ern, das komplett die Sichtachsen auch dicht machen würde, so dass wenn man hier links guckt, auch vom Hörncampus absolut nichts zu sehen wäre. Hier geradeaus würde es weiter Richtung Rondell gehen. Wenn wir jetzt gleich links abbiegen, würde hier eigentlich nochmal ein kleiner Straßenabschnitt mit einer Bushaltestelle zu sehen sein, der hier auch komplett wegrationalisiert wurde. Dafür erkennt man auf jeden Fall die runden Träger von der Gablenz direkt wieder. Nochmal ein kurzer Blick in die Stadt rein und zum Hafen und einen Realitätsabgleich. Ja, kommt doch einigermaßen hin, oder? Der Horncampus, den sie, by the way, echt gut getroffen haben. Und hier der Tümpel mit sogar der Schwimmhalle. Ich hau mich weg. Okay, das ist krass. Nochmal besagter Tümpel und Schwimmhalle in real in Kiel. Weil das kleine Badeentchen da drin. Aber ja, so müsst ihr euch das vorstellen. Lol, sogar die aktuelle Baustelle. Ey, ey, shit you not. Gerade da ist echt, echt eine Baustelle. Lol, Mann. Krass, wie ähnlich das aussieht. Oh mein Gott. Selbst die Kreuzung ist genauso beschissen ungefähr, wie sie hier ist. Wenn nicht sogar noch ein bisschen beschissener. Lol. Die Endtanke. Oh, mein Kumpel besuchen auf der Endtanke. Das krass. Das da ist eigentlich ein Penny. Der 822. Aber nette Referenz. Ein 8 bis 22. Ein Quickie. Na, Digga, erkennst du deinen Arbeitsplatz wieder?
Hier arbeitest. Ah, ja. Ja, krass, ey. Bin echt überwältigt. So sieht übrigens der Blick die Straße hoch aus. Gefühlt ist Kiel viel größer und detaillierter ausgefallen, als es Hamburg war. Und hier ist die Haltestelle für die öffentlichen Verkehrsbetriebe. Das ist eigentlich eine dicke Bushaltestelle. Ja, genau. Und da ist eine Polizeiwache. Da das letzte Haus, theoretisch. Dieses hier, um ganz genau zu sein. Wir haben es jetzt nicht nochmal extra neu gebastelt, aber... Mein Gott. Ja, man kann hier sogar noch weiter geradeaus fahren. Was? Ich gedacht, dass ich jetzt hier schon in der Sackgasse stehe. Aber jetzt wird es hoch nach Ellerbeek gehen. Da vorne zur HDW. Vielleicht sieht man echt die dicken Kräne noch. Das wäre natürlich die Krönung. Ja, Mann. Da steht tatsächlich oft die Stena-Line. Nee, warte, gar nicht. Die Collar-Line müsste das sein. Am Norwegen Kai. Kunststoffe. Ja, witzig. Nein, tatsächlich gibt es die Kräne hier nicht. Und zwar wird das einen simplen Grund haben, weil die gibt es im Flugsimulator auch nicht, wer es von euch gespielt hat. Ist nämlich unter Militärgeheimnis. Richtig crazy. Also die Kräne dürfen Spiele und auch Maps irgendwie nicht darstellen. Ach, guck mal, der wartet auf uns, dass ich hier den U-Turn machen kann. Cool. Dicken Anhänger, aber wird schon schief gehen. Oh, hier rechts wäre eigentlich ein dicker Fußweg und ein dicker Radweg. Oh, cool, da der Blick auf Germaniahafen auch nochmal. Heiligs Blechle, ich bin echt begeistert. Miniatur Kiel, Leute, ohne Witz. Richtig gut. Hier ist ein Lidl. Ja, Graffitis und unsere Gestalten, Passaufgaben. Ob da noch die alte Schwimmhalle und die Brücke irgendwo zu sehen ist. Moment, ich hier abbiege. Denn dann endlich beim Germania. Ah nein, okay, ich lande auf dem. Hä? Nicht denn hier. Und links vom alten historischen Hafen und vom. Eine Randnotiz aus dem Off: Eigentlich sind hier nämlich jede Menge Bürogebäude hochgezogen und diese Garage da steht da natürlich nicht. Aber das muss ich natürlich erstmal checken. Meine Tanke direkt an der Hörn. Meine Garage. Sehr stark. Geil. Ist ja meine Garage. Mit Premium-Blick auf Kiel. OMG. Hier hinstellen und enjoyen. Das ist ja mal ein richtig geil gewählter Spot. Das da vorne, dieses Schiff da hier, das links von uns. Der Odin. Schlepper. Wir haben neulich ein paar 15-Jährige geklaut. Also kein Scheiß jetzt. 15- und 16-Jährige. Morgens um 5 haben das Ding angelassen und sind da gegen diese Klappbrücke, die jetzt gerade offen ist, sind dagegen gefahren. Heiß, oder? Wenn sich auch gleich wieder schließt, wenn dieses Schiff hier durchfährt. Wir uns mal im Premium Viewer angucken. Da hinten wäre halt die Stena-Line und da ist der Schwedenkai vor unserer Nase. Hier links nochmal der Hauptbahnhof. Da das Atlantik-Hotel und sogar der neue Zopp. Meine Güte, ey. Was? Und jetzt geht die Brücke wieder zu, ja? Kleiner Spoiler, die Brücke bleibt tatsächlich einfach offen. Und hier gibt es nochmal einen kleinen Blick auf den Hörncampus. Und damit ist die Ostufer-Tour schon beendet. Im nächsten Video fahren wir rüber aufs Westufer und gucken uns an, was SCS-Software da so verbrochen hat. Und bis dahin wünsche ich euch was, wünsche ich uns was und peace out.